Ja, da sind wir hier mit Max Schimmelpfennig, 24 Jahre jung und schon in 26 TV-Serien und Filmen mitgespielt. Es ist ja eine riesen Vita schon mal irgendwie. Wie bist du jetzt eigentlich zur Schauspielerei gekommen? Also wie hat es bei dir angefangen? Also ich habe durch meinen Vater schon immer sehr viel Filme geguckt, irgendwie. Wurde sehr, sehr schnell in diese Welt so reingeführt. Und habe dann irgendwann, bin ich auf der Waldorfschule gelandet und habe dann mein erstes Theaterstück gemacht. Ich hoffe, davon gibt es keine Aufnahmen mehr. da stand ich jetzt erstmal auf der Bühne und dann habe ich da sehr Gefallen dran gefunden. Ich war in der Schule jetzt nicht der Überflieger gerade und habe dann endlich was gefunden, was mir halt Spaß macht. Und war dann in einer Impro-Gruppe irgendwann, so eine Improvisationsgruppe, wo man viel mit dem Körper macht, so über Grenzen geht. Und und habe dann irgendwann so ein Vorsprechen gehabt für die Agentur, die halt wichtig ist, wenn du in dieser Branche an Jobs kommen möchtest, und wurde dann genommen irgendwie von 40 Leuten und ich, I don't know why, weil ich glaube, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber irgendwas haben sie gesehen und ich bin da sehr dankbar für. Und seitdem bin ich im Film tätig und habe dafür die Schule abgebrochen auch damals. hatte dann so diese Panik, dass ich dann auf der Straße lande und so und habe dann sehr, sehr viel gelesen und sehr viele Seminare besucht und bin dann da immer mehr reingerutscht. Ich fand das super interessant, weil die Waldorfschule, wenn ich das kurz erwähnen darf, ist ja eine Schule, wo du keine Noten bekommst. Also wo du eben jetzt Leute erstmal irgendwie sich kreativ so ein bisschen auszutoben, sich selber so ein bisschen zu finden und so. Voll. Inwiefern würdest du sagen, hat dir das geholfen, gerade für so einen späteren Job als Schauspieler auf einer Waldorfschule zu sein? Dass es nicht wirklich Fehler gibt. Also klar, du kriegst auch irgendwie Bewertungen, kriegst auch irgendwann Noten und so. Aber du hast halt sehr viel mit den Händen gemacht, du hast sehr viel getöpfert, geschmiedet und da gab es jetzt nicht wirklich richtig oder falsch, du hast halt deine Kunst irgendwie da gemacht und versucht irgendwas irgendwie zu erschaffen, was halt dich so ein bisschen, was du halt kannst in dem Moment. Und das war durchaus toll und mit der Bewegung auf der Bühne, dass du einfach mit anderen Leuten im Raum bist, mit dem Körper in Kontakt bist, das ist total wichtig, gerade in der Altersklasse. So. Klar, ich meine, wo gibt es denn sonst das Schultheater? Die meisten Schulen haben das ja gar nicht mehr. Sehr wenig, leider, ja. Du bist jetzt ja in Dark in 7 Folgen zu sehen als der junge Noah. Wie schwer oder wie einfach war es für dich, jetzt eben diese beliebte Rolle zu bekommen? Oder war das eher Zufall, dass du halt irgendwie zum Casting gegangen bist, gar nicht wusstest, worum es geht und plötzlich haben sie gesagt, mach du mal den jungen Noah? Naja, es ist, ich habe, wie gesagt, durch meine Agentur diese Anfrage bekommen. Hab's bis dahin noch nicht gesehen. Also meine Agentur hat so angerufen, hey, es geht um Dark, hast du schon mal gesehen? Nö, ich kenn's, aber hab noch nicht gesehen. Nächste Woche Casting für Jung Noah. Okay, cool, habe ich mir angeguckt, dann habe ich so gedacht, ich guck mir am Abend so 2 Folgen mal an, habe noch ein bisschen Zeit und habe dann auch, wie du vorhin erzählt hattest, tatsächlich so alles, die erste Staffel fast in einer Nacht durchgeguckt, weil du einfach da hängen bleibst dran und war dann echt fasziniert von Marc Waschke, so von der Rolle, die ich übernehmen soll. Mein erster Gedanke war tatsächlich, wow, ich muss definitiv trainieren, weil das ist ja seine erste Szene, wo er dann da irgendwie mit diesem Besen da oben ohne auftaucht. Faszinierend, ich fand es großartig, habe mich sehr, sehr darauf gefreut und habe mir dann einen Coach genommen für die Vorbereitung und so. Ja. Seid ihr noch befreundet? Also habt ihr noch Kontakt miteinander? Manchmal hörst du ja von irgendwelchen Filmsets, dass die Leute völlig wortlos auseinandergehen und andere wiederum sind dann noch irgendwie dann jahrelang befreundet und treffen sich immer mal wieder. Also gibt's das noch irgendwie, dass du Marc nochmal irgendwie auf ein Bier triffst oder vielleicht die anderen irgendwie Schauspieler irgendwie zum gemeinsamen Lunch oder so? Ja, klar. Also Marc und ich haben, also Marc ist ja im Theater sehr, sehr tätig und hat mich auch öfter schon eingeladen, dass wir dann irgendwie danach noch ein Bier getrunken haben. Und dass ich mir seine Stücke einfach mal angeguckt habe. Ich habe da auch vorgesprochen an der Schaubühne, wo er ist, nach meiner Schauspielschule. Und da haben wir gemeinsam auch ein bisschen an den Rollen gearbeitet, was sehr cool war. Aber Marc ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Der ist jetzt, wir sehen uns jetzt nicht jede Woche, aber wenn wir uns sehen, dann ist es sehr, sehr schön. Und Luis Hofmann und ich kennen uns jetzt auch schon seit, ich glaube, 5, 6 Jahren oder so. Und wir sehen uns auch ab und zu auf jeden Fall, ja. Genau. Gute Sache. Was war dein Lieblingsmoment am Filmset von Dark? Gab es da irgendwas, so einen ganz besonders so einen coolen Drehtag oder irgendwas ganz... Also für mich war die eine der schönsten Szenen, weil sie einfach sehr, sehr anders war als das, was ich sonst gespielt habe, war die wie in der dritten Staffel die Szene mit Carlotta von Falkenhayn, also mit der Elizabeth,
in der Höhle, wo ich ihr halt von dem Paradies erzähle und ihr das Gefühl gebe, dass ich für sie da bin und dass alles gut wird. Und obwohl alles andere als gut gerade ist. Und das fand ich einen sehr, sehr warmen Moment. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war einfach was komplett anderes gefühlt als das, was ich sonst zu tun hatte. So. Ich mache mal ganz kurz eine Spoilerwarnung. Also wer die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, jetzt mal ganz kurz Ohren zu halten. Aha. Das finde ich auch sehr interessant, weil nämlich es ist ja im Endeffekt so, dass Carlotta ist ja die Mutter ihrer eigenen Mutter. Ja? Mhm. Von Charlotte Doppler. Und der Vater von ihrer eigenen Mutter bist du, Noah. Wo ich auch dann in der dritten Staffel dachte, no way. Ehrlich, aber es passt ja irgendwie zusammen. Ja, ja, ja. Und sie wird es ja auch dann in der Zukunft geboren und wird als Kind zurückgegeben zum alten Thanos. Und das kommt ja alles erst in Bewegung. Also im Endeffekt hätte es euch beide nicht gegeben, wäre dieses ganze Paradoxon wahrscheinlich gar nicht entstanden. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, über diesen genialen, ich sag jetzt mal irgendwie auch Drehbuch irgendwie Ansatz, der da wirklich drin ist, also quasi wie sehr das alles miteinander verwoben ist und es macht ja trotzdem absolut Sinn. Es ist unglaublich, also was Janche Friese und Baran Bodar da irgendwie zusammen erschaffen haben, ist völlig verrückt und wir haben auch häufig schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich sogar die Fans, die teilweise da so in dieser Materie drin sind, sich teilweise besser auskennen als wir, weil wir halt unser Job, also was ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich all das drumherum, all diese verdrehten und schwierigen, schwer zu verstehenden Sachen einfach ignorieren muss, weil ich muss mich auf meinen Charakter konzentrieren, auf das, was in der Szene passiert. Die Szenen mit meinem älteren Ich, habe ich mir für mich meinen Vater dahingesetzt, weil das ist, kann ich mir nicht vorstellen, mit mir selber zu sprechen. Da habe ich mir irgendwas gesucht, was am nächsten dran ist. Und es ist, wie gesagt, und sehr, sehr viele Sachen, die dann letztendlich rauskamen, haben wir auch erst erfahren, als wir das Buch gelesen haben. Die von der dritten Staffel. So. Zum Beispiel ein Moment, der sehr, sehr, Spoiler, sehr, sehr wichtig war für mich, dass ich halt in der ersten Szene der zweiten Staffel, wo ich den, ne, mit der Spitzhacke, dass Bartosz halt mein Vater ist. Das wusste ich vorher nicht. So, als wir das gedreht haben, wusste ich das nicht. Das war, ja. Es gibt viele verstrickte Situationen. Ne? Sensationell. Ja. Ist aber irgendwas Verrücktes passiert? Irgendwas total Kurioses? Vielleicht eine kleine Panne oder sowas irgendwie? Also ob man es glaubt oder nicht, der Dreh war sehr, sehr witzig. Weil wie immer so zwischen den Takes und so wurde sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Es gab eine Situation, wo Luis und ich sehr lange frei hatten. Das waren irgendwie so 4 Stunden, waren wir in Babelsberg und hatten halt nichts zu tun. Und haben dann irgendwann angefangen, Fußball zu spielen und haben dann irgendwann angefangen, diese Golfkarts zu nehmen und sind damit durch Babelsberg gefahren. Und direkt gegenüber von unserem Set war das damals das Set von Drei Engel für Charlie. Da habe ich dann sind wir sehr, sehr schnell um die Kurve gefahren und habe dann fast die Elizabeth Banks erwischt. Das war sehr, sehr knapp, aber sie fand es witzig, aber es war gut, ja. Wusste sie, wer ihr seid? Also hat sie die Serie gesehen und dachte, hey, das war Noah, oder? Nee, ich glaube nicht, nein. Das wäre geil gewesen. Ja, und mit Marc Waschke ist halt sehr, sehr viel, ist wirklich viel Spaß. Ist ein sehr, sehr witziger Typ, tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht. Okay, cool. Fällt dir noch was anderes ein? Also vielleicht mit Marc irgendwie so lustige Szene, irgendwie Noah? Es gibt diese eine Szene in der dritten Staffel, wo wir in der B-Welt kurz davor sind zu reisen und an einer Reihe stehen. Und wir beide standen halt da und da gab es diesen Monolog. Wir beide standen halt da und hatten nichts zu tun. Das war unsere Szene, wir standen da und dann gibt es diese Kamera, die diese Fahrt hat und alle mal abfährt, die da gleich reisen werden. Und da haben wir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich und haben uns dann, wir haben eigentlich in jedem Take, mussten wir sehr, sehr lachen. Und das ist natürlich dann gemein auch den anderen gegenüber und so. Und dann war dann dieser eine Moment, der dann auch letztendlich in der Serie drin ist, für mich sehr, sehr witzig, wenn ich sehe, weil ich halt weiß, dass ich kurz bevor die Kamera da war, noch wirklich im Lachen war. Und es war nicht so. So, und es war wirklich, das war sehr, sehr schwer. Der Tag war halt auch sehr witzig. Sehr cool. Wenn du jetzt im realen Leben eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du hinreisen? Also die goldenen 20er sind bestimmt interessant, mal zu sehen. Für mich ist tatsächlich gerade
So die Zeit, also die 40er Jahre in Deutschland, also 33, 34, sehr, sehr interessant, weil meine Mutter gerade so einen Roman schreibt, was in der Zeit auch spielt, und wir sprechen sehr, sehr viel darüber. Und es geht sehr viel um die Hitlerjugend und wie das zustande kam, wie das aufgebaut wurde, dass du wirklich dich da wohlgefühlt hast, dass du da reinkommst und denkst, das ist das Wahre, das ist das eine, das muss sein. Und da habe ich mich sehr, sehr viel mit beschäftigt, und das wäre bestimmt sehr, sehr interessant, das mal zu erleben. Irgendwie, wie kann sowas passieren? Ja. Aber auch eine gefährliche Zeit. Natürlich, sehr, sehr gefährlich. Wenn du nicht von da bist und sagst, wo kommt der jetzt her? Ja, ja, das ist. Was hat er da für ein schickes Shirt an? Das gibt's doch gar nicht. Unter anderem auch Thema im Buch tatsächlich. Aber ja, cool. Okay, ja. Sehr geil. Aber da geht es nicht um Zeitreisen, das ist sozusagen einfach nur diese Epoche halt eben dann. Ja, doch, geht auch um Zeitreisen. Okay. Das klingt sehr interessant. Darf man schon einen Titel verraten? Gibt's schon einen, dass man sagen, demnächst Augen offen halten nach dem Buch sowieso? Nee, da lyncht sie mich, das darf ich noch nicht sagen. Jetzt hast du noch andere Projekte. Darfst du schon über deine neuen Filmprojekte reden? Zum Beispiel der Film Trübe Wolken. Können wir darüber schon reden? Über Trübe Wolken, der ist für mich jetzt abgedreht. Genau, da bin ich jetzt letzte Woche fertig geworden. Und mit dem Christian Schäfer, der die Regie geführt hat, mit dem hatte ich meinen ersten großen Kurzfilm damals. Wir kennen uns auch jetzt schon eine Weile. Und das war ein sehr, sehr tolles Projekt. Unter anderem mit David Striso, der jetzt für mich im nächsten Projekt mein Vater spielt, sozusagen. Was sehr, sehr cool war, einfach, um sie schon mal kennenzulernen. Tolle Erfahrung, der Dreh. Und der, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr im Sommer oder eingereicht, erstmal auf Festivals und so. Und kann aber leider noch nicht zu viel verraten. Okay. Genau. Gibt es denn einen Hollywood-Star, mit dem du unglaublich gerne mal drehen würdest? Hast du irgendwie vielleicht so ein Star, den du vergötterst, oder irgendwie eine Schauspielerin, die du ganz cool findest, wo du sagst, boah, mit, keine Ahnung, Nicole Kidman würde ich super gerne mal drehen oder so? Für mich Michael Shannon ist einer der sehr, sehr großen. General Superman. You are not alone. Ja, ja, es ist einfach, ich liebe diesen Typen, weil der so unglaublich körperlich ist. Ich hatte jetzt ja auch 4 Jahre Theater hinter mir, und man sieht einfach, wenn die Leute super im Körper sind und auf eine Art unberechenbar sind. Und das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen. Und Frances McDormand. Okay. Bestimmt. Also, großartige Frau. Bestimmt okay. Toll zu arbeiten. Cool. Ja. Hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche Hobbys hast du? Ja, ich habe auf jeden Fall Zeit. Also, ich mache sehr, sehr viel Musik. Habe jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit in meiner Wohnung mein Schlagzeug aufgebaut. Sorry an meine Nachbarn übrigens. Sehr, sehr lieb. Ja, ich bin halt mit der Musik groß geworden, weil meine Eltern Musiker sind beide. Und mache viel Sport. Ich gehe laufen, ich kletter, gehe bouldern. Und das versuche ich schon regelmäßig zu machen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Du machst ja nicht nur Musik, du spielst gleich 3 Instrumente, Schlagzeug, wie gerade schon erwähnt, ja. Gitarre und Klavier, und du singst. Also, ja. Was bedeutet das für dich, Musik zu machen? Nein, Musik ist für mich gerade zum Beispiel das nächste Projekt ist eine Komödie für mich. Und Komödie ist zu 90% Rhythmus. Und generell das Filme machen und auf der Bühne zu stehen und zu spielen, hat sehr, sehr viel mit Musik zu tun, finde ich. Und ich war nie jemand, der dann irgendwie einen Boxsack zu Hause hatte, sondern wenn irgendwie Emotionen hochkamen oder was auch immer, oder ich das brauchte, dann habe ich mich in meine Kabine gesetzt und Schlagzeug gespielt. Und Musik ist für mich sehr, sehr viel. Also, wenn ich vor einer Szene, ich mache mir eigentlich für jede Rolle auch eine Playlist, stelle ich mir zusammen. Was hört die Figur für Musik? Was bringt die Figur in eine bestimmte Ecke? Und großer Teil meines Lebens. Auf jeden Fall. Ich habe mal irgendwann gehört, das war noch aus meiner Kindheit, da gab es einen Typen, der hatte Tennis als Hobby und Klavier. Mhm. Und seine Mutter wollte unbedingt, dass sein Klavier so ein bisschen größer wird, und meinte, du darfst kein Tennis mehr spielen, weil Tennis, das zerstört sozusagen deine Filigranität, dass du sozusagen quasi irgendwie virtuos irgendwie die Tasten spielen kannst. Mhm. Ja? Jetzt machst du ja noch Schlagzeug, was ja auch ziemlich irgendwie, sage ich mal, haut drauf ist, und Gitarre, wo du nochmal ganz andere Griffe hast. Mhm. Würdest du sagen, dass das eine das andere so ein bisschen blockiert, oder ist das eigentlich egal, weil einfach das irgendwie doch irgendwo dann wieder universal ist? Also Schlagzeug hat sehr, sehr wenig mit Muskelkraft zu tun, sondern es geht eigentlich sehr, sehr viel um die Finger, dass du eigentlich... Du machst eigentlich das meiste, machst du das aus dem Handgelenk. Das heißt, es ist eigentlich sehr filigran, auch wenn es häufig so aussieht, als ob es sehr tough ist. Aber das steht sich gar nicht im Weg. Das geht auf jeden Fall.
Und jetzt bitte noch von mir, du singst ja auch. Sind das eigene Songs oder ist das dann irgendwie, dass du jetzt einfach nur gerne mal was coverst oder so? Wenn, dann cover ich. Ich habe ja in der Schauspielschule auch, hatten wir Singen als Unterrichtsfach. Wenn ich was singe, ist es irgendwie, weiß ich nicht, Summer Wind, Frank Sinatra oder von irgendwie Chet Baker. Und da versuche ich irgendwie dazu dann irgendwie Klavier zu spielen auch. Habe jetzt neuerdings endlich mal wieder Klavierunterricht. Und es ist für mich was total Schönes, einfach um sich so ein bisschen zu erden, auf eine andere Art. So, ja. Aber ich cover. Ich schreibe keine eigenen Songs. Vielen Dank, Max Schimmelpfennig. Gerne, vielen Dank. Demnächst im Kino zu sehen, Trübe Wolken. Reingehen. Guckt es euch an.